Liebe Leute, merkt euch das. 26. bis 28. August auf Gut Fahre, das vierte Sommerfestival. Und bucht euren Urlaub entsprechend, dass ihr wieder zurück sein könnt, ja? Liebe Leute, auch Sturm und so. Wie ihr seht, an meiner linken Seite, hoher Besuch in der Gemeinde Stur, Edu Zanke, nicht ganz unbekannt. Er war zu zwei Konzerten im Rathaus und letztes Jahr hat er ja richtig hier Feuer gemacht. Du hast richtig die Bude angezündet, kann man sagen, den Samstagabend als Headliner. Du bist dieses Jahr leider nicht dabei, dafür aber im Rathaus am 13. Mai, da können wir schon mal darauf hinweisen, ja. Zu einem sicherlich sensationellen Konzert, wo du deine neue CD vorstellen wirst, zu viele Engel. Aber jetzt erstmal so ein bisschen über das Sommerfestival. Wie hat es dir eigentlich letztes Jahr gefallen? Also das sind ja zwei Aspekte. Das eine ist, wenn der Ort, an dem man auftritt, so ein schöner Veranstaltungsort ist, der zwar im Freien ist, aber man ist dann doch Teil einer großen, hofähnlichen Situation mit Blick auf die Bühne, wenn die Leute entsprechend, ich weiß ja, dass du letztes Jahr, ich weiß nicht, ob du das jedes Jahr machst, mit irgendwie vor Sport, Läufe, was der Teufel, ihr habt ja die Leutchen vorher von mit Kuchen und Kaffee und anderen Getränken. Bevor du zum Sommerfestival kamst und ins Rathaus, hast du eigentlich vorher gewusst, wo diese kleine schnuckelige Gemeinde Stur liegt? Ich kenne Stur eigentlich sonst nur aus den Verkehrsnachrichten. Und das ist so ein Bruchsal, wo ich lebe, auch nicht viel anders. Das hört man vermutlich auch immer nur wegen irgendwelchen Stau am Rasthof Bruchsal oder so. Und durch dich natürlich habe ich erfahren, dass das in unmittelbarer Nähe von Bremen ist, aber eine ganz eigene Gemeinde mit einem eigenen Innenleben, einem kulturellen Innenleben, vor dem ich sagen kann, ich nehme mal an, dass du da einer der treibende Kräfte bist. Aber allein kann man das natürlich nicht machen. Da müssen nun auch alle mitspielen. Selbstverständlich. Und wir haben ja nun in den letzten Jahren haben wir hier einen Verein gegründet. Erhard vor Stur und ich denke mal, den werden inzwischen mehr Leute kennen als noch vor ein oder zwei Jahren. Mhm. Und wir arbeiten da von dem gemeinnützigen Verein natürlich auch sehr eng mit Sturkultur und mit der Gemeinde zusammen. Unser Schirmherr ist ja der Bürgermeister Kurt Bockhoff, der eigentlich hier auch in aller Munde ist. Mhm. Er ist auch ein musikbegeisterter Mensch, der sich gerne in diesen Dienst stellt. Und wir haben ja auch schon sein Wort, er wird sich dieses Jahr im September der Wahl zum Landrat stellen. Aber selbst als Landrat, was wir ihm alle wünschen, dass er den Wahlkampf gewinnt, wird er weiterhin als Schirmherr unserem Verein Erhard vor Stur erhalten bleiben. Na. Und das wertet uns, denke ich, nur auf. Ja, sicher, sicher. Dieses Jahr, Edu, stellt Stadtmagazin Hansestein. Aha. Eine Promi-Elf zusammen. Aha. 10 Promi-Läufer, wo jeder nur 2,6 Kilometer laufen braucht. Mhm. Du wärst eigentlich dafür ein Garant. Schon, aber da ich jetzt gar nicht spiele bei euch in Stuhl in diesem Jahr, verschieben wir das auf das Jahr, in dem ich wieder hoffentlich hier spielen darf. Aber das ist dann versprochen. Versprochen.
Das mache ich mit Melanie. Ja, ja, versprochen. Also, wenn jetzt diese 2,6 Kilometer nicht überschreitet. Nein, mehr brauchst du nicht. Ja, dann schaffe ich das. Noch gut. Da lacht man es überrascht. Würdest du denn anderen namhaften Musikern aus deinem Dunstkreis dieses Sommerfestival für die Zukunft empfehlen können? Oder sagst du, trete da bloß nicht auf, da geht alles drunter und drüber, lass es lieber bleiben? Nein, ich werde das nicht weitergeben, ich will das alles für mich halten.